Die Welt der Finanzen ist sehr komplex. Wir liefern die Expertise, das Know-how, die Experten. Alle zwei Wochen, montags auf Smartes Geld. Heute Dr. Jens Ehrhardt, der Gründer der D&E Kapital AG. DJE. Banken unabhängig, wertorientiert und nachhaltig. Innovatives Research mit mehr als 45 Jahren Erfahrung. DJE Kapital AG. Herr Dr. Ehrhardt, Big Money und Sie haben uns ja ein schwieriges erstes Quartal prophezeit. Bislang stimmt das nicht. Wie erklärt sich das? Es ist schon erstaunlich. Normalerweise sind die Prognosen aus den USA immer optimistisch. Ich erinnere mich eigentlich überhaupt keine pessimistische. Es war eigentlich immer nur der Grad des Ausmaßes der Rosse, die da vorausgesagt wurde. Und es gab vielleicht 2 Jahre, wenn ich mich recht erinnere, in denen nur wenig Plus vorausgesagt wurde. Und das waren am Schluss dann gerade gute Jahre. Also man muss sich mit solchen Prognosen dort, man kann die nicht isoliert sehen. Man muss sie auch im Zusammenhang mit anderen Faktoren, gerade mit der Politik der Notenbank sehen. Wenn so viel Vorsicht herrscht, weil die Notenbank bremst und dann lockert die Notenbank, dann wird es am Schluss doch ein gutes Jahr. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Also diesmal bremst die Fed doch recht stark und pessimistische Prognosen werden sich noch, glaube ich, erfüllen, bloß mit etwas Zeitverzögerung. Warum? Überraschend kam rein, dass die Chinesen doch stärker aufmachen als zunächst erwartet. Man hat gedacht, das machen die wie bisher so nach und nach, damit dann irgendwie Covid nicht allzu schnell zu stark zuschlägt. Aber nach unseren Informationen waren die Wirtschaftsdaten so extrem schlecht, dass sie einfach öffnen mussten. Und das haben sie dann auch gemacht. Und das war ein positiver Impuls für die Konjunkturaussichten und Rohstoffpreise. Kupfer ist gestiegen zum Beispiel. Das war also ein überraschend guter Faktor, der diese negativen Prognosen jetzt zunächst mal in den Hintergrund gestellt hat. Aber dann gab es eben auch noch andere Faktoren, die etwas überraschend waren. Der amerikanische Notenbankpräsident Powell hatte ja immer gesagt, er verschlechtert die Financial Conditions, also dass die Anspannung im Finanzsystem größer würde, um eben auch hier die Inflation zu bekämpfen. Tatsächlich sind die Financial Conditions zuletzt besser gewesen als zu Beginn der Bremspolitik im März letzten Jahres. Also das war überraschend auch, dass da gerade hier doch eher zuletzt eine leichte Lockerung zu sehen war. Und dann gingen ja auch die Zinsen ein Stück zurück. Das war auch überraschend. Man hatte ja gedacht, die Notenbank bremst, da steigen die Zinsen. Und die Voraussagen gerade für die kurzfristigen Zinsen waren ja so bei 5%, waren zuletzt sogar 5¼. Da erwartet man ja im Allgemeinen nicht, dass der Bondmarkt nun in der Hosse ausbricht, sondern dass da zunächst mal abgewartet wird, bis der Zinsgipfel in Sicht ist. Also das waren überraschende Faktoren, die doch zu dieser Aufwärtsbewegung geführt haben. Auch zum vorübergehend war ja auch der Euro stärker, inzwischen wird wieder der Dollar stärker. Diese Euro-Stärke hat auch dann eine freundlichere Tendenz mit begünstigt. Normalerweise ist eine Dollar-Schwäche immer ein Zeichen für gerade bei den Rohstoffmärkten, aber auch den Schwellenländern, dass dort dann die Entwicklung besonders gut ist, und ein schwächerer Dollar ist häufig eher Rückenwind für die Börsen als ein starker Dollar. Ein starker Dollar führt dazu, dass die Dollar-Schuldner-Länder und gerade in Asien haben ja viele Dollar-Schulden dann belastet sind und das bremst dann auch die Börsen. Also da gab es ein paar Faktoren, die eher überraschend positiv waren, aber das überdeckt nach meiner Meinung nur kurzfristig die Tatsache, dass das Allerwichtigste sein wird, was die Notenbank macht in den USA, und die hat eher zuletzt bekräftigt, dass sie bei ihrer Bremspolitik bleiben wird. Auch obwohl die Inflation ein gutes Stück zurückgekommen ist, die ist auch ungefähr um 2 Prozentpunkte in den USA zurückgekommen und damit eigentlich mehr als in Europa, vor allen Dingen bei der Kernrate. Die Kernrate fällt sehr stark und das ist eigentlich das Wichtigste, weil das den mittelfristigen Trend anzeigt. Nicht? Die andere normale Inflationsrate, CPI, ist ja mit Nahrungsmitteln und Energiepreisen und die schwanken bekanntlich stärker und die schwanken auch mal wieder nach unten und dabei sind sie gerade im Moment. Also wenn dann der Konsumentenpreis fällt wegen dieser beiden Komponenten, ist das nicht so entscheidend, als wenn die Kernrate fällt. Da fallen also dann wirklich
die Gesamtheit der Preise fällt dann. Und da sieht die Entwicklung der Inflation in den USA eher günstiger aus als in Europa sogar. Und deswegen ist es erstaunlich, dass die Notenbank so kräftig gesagt hat, nein, nein, wir bleiben bei dieser Politik, die Inflation auf 2% zu drücken. Und dass die Zinserwartungen hinsichtlich der Zinsspitze im kurzfristigen Zinsbereich eher noch gestiegen sind. Das ist also auch überraschend. Das haben viele an der Börse zuletzt ein bisschen verdrängt sozusagen. Also ich glaube, dass diese Bremspolitik der Notenbank mittelfristig in diesem Jahr, also vielleicht sogar relativ kurzfristig sogar, schon durchschlägt und dass die guten Zeiten wohl weitgehend hinter uns liegen. Ich will jetzt nicht gleich von heute auf morgen eine bessere voraussagen, aber ich glaube, dieser Aufwärtstrend, den wir gehabt haben seit Oktober weltweit mit diesem vorübergehenden Rückgang im Dezember, aber der auch schnell überwunden wurde, wie wir wissen, war das der Jahresanfang recht günstig, dieser Aufschwung dürfte weitgehend vorbei sein. Es war natürlich auch ein sehr selektiver Aufschwung, nicht? Wenn Sie den Dow Jones Industrial Average nehmen, der sonst eigentlich immer die amerikanische Börsentendenz gut zeigt, der war 2% gestiegen in diesem Jahr und in Euro gerechnet noch kaum gestiegen. Einerseits, andererseits ist der Nasdaq mit diesen eher spekulativen Tech-Aktien zweistellig gestiegen, zuletzt so an die 13%, glaube ich, also war sogar 16% schon im Plus. Also hier haben wir eine sehr differenzierte Entwicklung gehabt. Am meisten sind geschortete Aktien gestiegen in Amerika und Aktien sehr schlechter Qualität, also mit schlechter Bilanz und sozusagen nicht so überzeugendem Geschäftsmodell. Also die eher qualitativ tief eingestuften Titel, geschorteten Titel, die sind 20% und mehr gestiegen. Also es war eine sehr selektive Aufwärtsbewegung und nicht gerade in den Titeln, in denen eigentlich ein Anleger positioniert ist, wenn man kurz vor einer Rezession steht. Denn in den USA ist die Rezessionswahrscheinlichkeit nach wie vor recht hoch und damit ist eigentlich eine vorsichtigere Politik angebracht. Also deswegen wurden eben sehr viele Anleger, private wie institutionelle, weltweit auf dem falschen Fuß erwischt und die haben das schnell noch umgeschichtet, so etwas mehr in Technologieaktien und spekulative Aktien, damit sie ja mitschwimmen können. Aber ob das richtig war, gut, gerade wenn man das spät gemacht hat, könnte das schon wieder bald falsch sein. Denn einige amerikanische Tech-Aktien, denken wir an Alphabet zum Beispiel, sind zuletzt sehr, sehr stark gefallen. Nicht? Da sagt man, es gibt jetzt Konkurrenz zwischen Microsoft und Alphabet zum Beispiel, dass Alphabet da Marktanteile verliert an Microsoft zum Beispiel. Also dieses ewige nur Ansteigen der amerikanischen Technologietitel, das ist zum zweiten Mal jetzt enttäuscht worden. Wir haben ja letztes Jahr auch schon deutliche Rückgänge gehabt bei den Tech-Werten, aber dann sah es zuletzt so aus, also doch, das war jetzt eine gute Gelegenheit, diese Tech-Werte billig zu kaufen, aber unter Umständen könnte das auch schon wieder falsch sein. Also es ist schwierig, einen richtigen Trend eben rauszufinden und viele Fonds und wahrscheinlich auch Privatanleger liegen in diesem Jahr schlechter als die Indizes, weil eben so viel Anleger auf dem falschen Fuß erwischt wurden und weil dann hektisch umgeschichtet wurde in Bereiche, die vielleicht gar nicht mittelfristig die besten sind. Weil wenn es wirklich zu einer Rezession kommt, ist es natürlich nicht so vernünftig, in so spekulative, hochbewertete Titel umzuschichten. Dann kam noch hinzu zuletzt, dass die Zinsen wieder stiegen. Das ist gerade für die Tech-Werte nun wieder schlecht. Die Tech-Werte hängen immer sehr vom Zins ab. Wenn die Zinsen runtergehen, dann sind die Zukunftsgewinne, die ja wenn Tech-Werten so hoch sind, werden dann eben anders abdiskontiert bei anderem Zins. Also da haben sie dann niedrigere Zukunftspreise bei höheren Zinsen und das belastet dann die Tech-Aktien wieder ganz besonders. Also wir sind da wirklich schon in recht heftigen, volatilen Zeiten, obwohl die Volatilität übrigens das noch zwischendurch in Amerika auf einem ziemlich niedrigen Stand ist und erst in den allerletzten Tagen wieder etwas anzog. Und wenn die Volatilität niedrig ist, zeigt das eine gewisse Selbstzufriedenheit. Die Amerikaner nennen das Complacency, also eine etwas entspannte Einstellung der Anleger. Sie sagen, naja, es geht ja eigentlich doch alles hoch, also können wir doch irgendwie im Grunde mit unseren Hostpositionen im Markt bleiben. Das zeigt die Volatilität. Und oft ist in der Vergangenheit so gewesen, wenn die Volatilität recht niedrig ist, wie jetzt unter 20, dann gab es danach eben doch überraschende Kursrückgänge. Weil die Volatilität ist kein guter Timing-Indikator, aber man muss eher vorsichtig sein, wenn die Volatilität so niedrig ist wie jetzt.
Ihr Credo war ja stets, solange die amerikanische Notenbank die Liquidität verknappt, sollte man die Finger von den Aktien lassen. Bleibt es dabei? Es bleibt absolut dabei, ja. Zwischendurch sage ich da ja ein bisschen so, wie die Amerikaner sagen, egg in the face, also ein bisschen so etwas wie der begossene Pudel aus, dass ich also diese Hoss der letzten, man kann ja schon sagen, Hoss, nicht gerade die Schwellenländer sind ja 20% gestiegen, dass wir da, also, dass ich diese Aufwärtsbewegung jetzt falsch gesehen habe. Aber da kamen, ich sagte schon, ein paar überraschende Faktoren rein, die wirklich, glaube ich, schwierig vorauszusehen waren. Gerade die China-Öffnung, die ja doch sehr wichtig ist, nicht? Bei Kupfer verbrauchen die Chinesen 50% des Weltbedarfs zum Beispiel und also viele Bereiche spielen da eine Rolle. Das war nicht so gut vorauszusehen, glaube ich, diese Überraschung. Aber im Trend bleibe ich voll dabei, dass die Notenbanken weiter erstmal, also auch in Europa, auf der Bremse bleiben. Und natürlich sind die Amerikaner immer die Entscheidenden. Deswegen rede ich auch darüber am meisten. Nicht die Europäer und Deutschen werden sich fragen, warum redet der so wenig über die EZB und die Politik. Aber das sieht man ja, dass die EZB hinterherläuft und man eigentlich im besten schaut, wie die zukünftige Entwicklung sein wird, wenn man auf Amerika schaut. Und hier, denke ich, muss man wirklich berücksichtigen, dass die ganze Situation eigentlich ausgesprochen schlecht aus der monetären Situation, also monetären Richtung aussieht. Es ist ja nicht nur, dass die Zinsen steigen, man macht auch quantitativ Tightening, man nimmt die Liquidität raus, damit fängt die EZB, wie üblich hinterher im März auch an. Und dann haben wir eben diese inverse Zinskurve. Das ist auch ein guter Rezessions- und Börsenindikator, zwar vom Timing her nicht unbedingt sehr gut zu gebrauchen, was die genauen Zeitpunkt einer Rückwärtsentwicklung an der Börse anbelangt. Aber ich habe also in meinem Berufsleben noch nie gesehen, dass die inverse Zinskurve nicht eine Rezession in Börsenbörse ausgelöst hätte. Inverse Zinskurve heißt, dass die kurzfristigen Zinsen höher als die langfristigen Zinsen sind. Nicht? Also gibt es diverse inverse Kurven, zum Beispiel Vergleich der zweijährigen amerikanischen Staatsanleihezinsen mit den 10-jährigen oder auch den 3-Monats-Zinsen mit den 10-jährigen. Also da kann man alle möglichen kurzfristigen mit langfristigen Zinsen vergleichen und alle diese Kurven sind total invers in letzter Zeit gewesen. Jetzt auch schon ungefähr 7 Monate und auch sehr stark. Also nicht nur so ein bisschen. Die letzte Börsenbase wurde eigentlich nur ganz kurz mit inverser Zinskurve über einen kurzen Zeitraum angekündigt, diesmal also relativ lange und relativ stark auch, mit relativ viel Überschießen der kurzfristigen Zinsen über die langfristigen, ungefähr 0,8% im Moment, das ist also schon im historischen Vergleich sehr viel. Also die Bremsung ist auch aus diesem Punkt her sehr stark. Und was mich am allermeisten beunruhigt, ist die Entwicklung der amerikanischen Geldmenge. Also ich habe ja darüber promoviert und seit den 70er Jahren das genau verfolgt bis heute. Und es gab es eigentlich noch nie, dass in Amerika die Geldmenge fällt wie heute. Man hat oft immer in den Börsennachrichten gesagt, auch 1987 war das der Fall zum Beispiel, als es ja wirklich da um 30-40% runterkrachte. Da sagte man auch, ja, die Geldmenge ist da gefallen von 18% auf 3%. Das war aber zum Beispiel damals die Zuwachsrate der Geldmenge. Und im Moment haben wir wirklich absolute Rückgänge der Geldmenge. Wir haben also so bei M1 einen Rückgang um über 3%. Also das ist schon, nach meines Wissens war das letzte Mal der Fall 1929, 32, als die Geldmengen wirklich sanken. Also das ist ein gewisses Alarmsignal, finde ich, was man wirklich übersehen sollte. Und in meiner Doktorarbeit habe ich eben auch ausgerechnet, dass das immer erhebliche Zeitverzögerungen mit sich bringt, wenn man hier den Zusammenhang zur Börse rechnen will. Und danach müsste eigentlich im Laufe dieses Jahres dieser Faktor erheblich zum Zuge kommen. Also spätestens im März, weil dann ein Jahr vergangen ist, seit die Amerikaner mit dem Zinsanstieg begonnen haben. Also das sollte man wirklich nicht aus den Augen verlieren. Ganz einfache Sache, wenn kein Geld da ist, ist auch kein Geld da zum Aktienkauf. Das ist zum Teil wohl überdeckt worden, weil man auch im Zuge der Covid-Zeit sehr viel Geld in die Märkte gegeben hat, sowohl von den Notenbanken wie auch von den Regierungen mit hohen Defiziten hat man da enorm angekurbelt. Deswegen hat es vielleicht diesmal etwas länger gedauert, bis diese Notenbankbremspolitik wirklich greift. Aber
ich glaube, dass sie auf jeden Fall am Schluss doch sich greifen wird und man am Schluss doch noch mit Vorsicht richtig liegen wird und nicht jetzt auf einen weiteren großen Anstieg der Börsen spekulieren sollte, obwohl die Markttechnik schon weiterhin in Teilbereichen auch Vorsicht zeigt. Also die Anleger sind nicht überall so übermütig, wie man das sonst am Gipfel einer Hosse sieht, aber es reicht eigentlich schon, was wieder an Optimismus reingekommen ist in letzter Zeit, um einen neuen Rückgang auszulösen. Ich muss erst die Leute ordentlich kaufen, damit sie wieder dann hinterher kursdrückend auch wieder verkaufen. Zum Beispiel gibt es in Amerika diesen Greed and Fear Indikator, der zeigt, sind die Anleger nun gierig und haben sie gekauft oder sind sie vorsichtig und haben verkauft. Also der Greed and Fear Indikator war vor einem Monat noch so bei 30 circa, also eher vorsichtig. Der ist heute bei um die 80 schwankt er jetzt. Also das ist der höchste Stand seit 81 vor 2 Jahren. Also als damals auch die Börse ziemlich oben war oder 1,5 Jahren. Also das ist im Grunde schon, glaube ich, auch kurzfristig gibt es einige Stimmungsindikatoren, die wieder Vorsicht anzeigen. Ich sagte auch schon über die Volatilität, da gilt es. Und auch die Barreserven der Fonds, die ja auch im letzten Jahr ziemlich Höchststände erreicht hatten, weil man ebenso vorsichtig war, die dürften auch weiter gefallen sein. Die sind jetzt 2 Monate in Folge gefallen und wenn dann wieder hier von den Fonds ordentlich gekauft wurde, dann gibt es wieder Potenzial für Rückschläge. Aber die Markttechnik ist das Einzige, was wirklich im Gegensatz zum monetären und auch fundamentalen, fundamentales Amerika mit PE 19, nicht? Sie wäre gestiegen, die PE im Zuge des Anstiegs. Die fundamentalen und monetären Faktoren sind eigentlich ziemlich klar negativ, würde ich sagen. Das Markttechnische ist nicht so ganz klar zu sehen. Da haben wir auch ein paar Pluspunkte dabei. Put-Call-Ratio war lange sehr hoch zum Beispiel, das ist ein Pluspunkt. Aber trotzdem, ich würde sagen, unterm Strich, wenn man also das Ganze saldiert mit den doch recht negativen, recht unterschiedlichen negativen und positiven Einflüssen, da würde ich sagen, sollte man doch sagen, dass man eher vorsichtig bleiben sollte, weil auch die Markttechnik eigentlich bestimmt kein Kaufsignal gibt. Börsianer sind ja von Grund auf optimistisch, wird aber momentan beim Optimismus nicht zu sehr übertrieben? Völlig richtig. Also gerade der Optionsmarkt ist wirklich eine Sache, die nach oben verzerrt hat zuletzt, nicht? Man hat gerade gesehen, dass in den letzten Wochen die Kleinanleger wieder sehr stark in den Markt gegangen sind. Die haben diese Meme-Aktien wieder gekauft, mit denen sind sie ja schon mal erheblich auf die Nase gefallen, aber die wurden jetzt wieder ziemlich gekauft. Und solche Kleinanleger kaufen auch gern Optionen. Die sind billig und billiger als die Aktien. Und die kaufen hier tatsächlich Optionen, die weniger als 24 Stunden Laufzeit haben, die am gleichen Tag noch verfallen, muss ich mir mal vorstellen. Aber das ist natürlich auch für die Verkäufer solcher Optionen schwierig, weil die Kleinanleger kaufen zum Beispiel stark diese Kaufoptionen für irgendwelche, auch sehr, ohnehin sehr spekulativen, volatilen Aktien. Und die Verkäufer dieser Optionen müssen sich dann absichern, dass sie nicht irgendwo schief liegen. Die müssen die zugrunde liegenden Aktien dann schnell kaufen, damit sie zur Not liefern können und selber nichts verlieren. Aber indem sie diese Aktien kaufen, was passiert dadurch? Treiben sie die Kurse ja nach oben, ohne irgendwelche Gewinnverbesserungen oder andere fundamentale Gründe. Rein markttechnisch wird dann der Kurs einer Aktie getrieben, nach oben getrieben, nur weil diese ganzen Optionen dort gekauft werden. Und zwar eben nur auf Eintagessicht. Also bei den, also früher gab es so ganz kurzlaufende Optionen natürlich auch, aber der Umsatzanteil solcher kurzlaufenden Optionen war früher vielleicht so maximal 10%, der ist heute fast 50%. Muss ich mir vorstellen, am Optionsmarkt werden Optionen gehandelt, die am gleichen Tag verfallen, zu fast der Hälfte der Umsätze. Also ist natürlich verrückt, das verzerrt natürlich enorm nach oben. Aber es könnte auch die Kurse eben vorübergehend völlig in die falsche Richtung aus fundamentaler Sicht treiben. Und dann könnte es eben eine umso stärkere Gegenentwicklung nach unten wieder geben. Aber das Dumme ist, dass das Put-Call-Ratio, was früher immer ein sehr guter Timing-Indikator war, also durch diese ganzen Aktionen so verzerrt ist, dass man also diesen Put-Call-Ratio nicht mehr so gut für das Timen der Gesamtbörse verwenden kann. Also früher war das mit einem meiner Lieblingsindikatoren, aber durch diese Aktionen, die wir gerade beschrieben haben, ist das nicht mehr so gut verwertbar. Was ist für Ihr Investment wichtiger? Die Gewinnentwicklung der Unternehmen oder die Zinsentwicklung beeinflusst durch die Notenbanken?
Ja, ich habe mich ja mein ganzes Berufsleben mit dieser Frage eigentlich beschäftigt. Und als ich da Anfang der 70er Jahre meine ersten Veröffentlichungen in dieser Richtung gemacht habe, da war also der Konsens in der ganzen wissenschaftlichen Welt, aber auch de facto an der Börse, bei den Praktikern so, dass man eben ausschließlich auf die Gewinne schaute. Da spielten die Zinsen überhaupt keine Rolle. Man muss sich vorstellen, das war also in den 60er Jahren noch eine Zeit, wo die nachkriegsniedrigen Zinsen sehr stark wirkten, nicht? Also im Zweiten Weltkrieg wurden die Zinsen ja sehr niedrig gehalten und auch nach dem Krieg, unmittelbar danach, ich weiß noch, American Savings Bonds kriegte man, da kriegte man kaum Zinsen. Da war das allgemeine Zinsniveau wirklich sehr, sehr niedrig. Und damit spielt das eigentlich keine große Rolle für die Börse. Wenn das immer so ganz gleich nur 2-3% ist oder sogar niedriger, dann hat das keinen Börseneinfluss. Das hat nur einen Börseneinfluss, wenn es hoch ist und die Gewinne drückt oder auch vor allen Dingen stark steigt oder sinkt, nicht? Beim sinkenden Zinsen steigt die Börse und bei steigenden Zinsen fällt die Börse. Aber das fing eigentlich erst so mit den 70er Jahren an, weil da eben auch im Zuge der steigenden Inflationsraten, nicht? Dann kam ja der Vietnamkrieg und der trieb die Rohstoffpreise und überhaupt die ganze US-Inflation, die Inflation weltweit sehr in die Höhe. Da spielte plötzlich der Zins eine große Rolle. Und ich muss Ihnen sagen, seitdem ist eigentlich doch der Zinsfaktor sehr häufig der überwiegende Faktor. Und vor allen Dingen, das wurde auch häufig, glaube ich, von jenen, die die Börse so auch wissenschaftlich studiert haben, übersehen, dass die Zinsen eigentlich ein guter Frühindikator sind, während die Gewinne eigentlich eher ein später Indikator sind, nicht? Also es führt auch dazu, dass zwar die Kurse bei steigenden Gewinnen am Aktienmarkt steigen, aber die Kurs-Gewinn-Verhältnisse sind oft am niedrigsten, wenn die Gewinne am höchsten sind, nicht? Also das ist nicht unbedingt ein klarer Zusammenhang. Ich erinnere mich in Japan, dort waren die Kurs-Gewinn-Verhältnisse, als ich an der Börse anfing, so ganz, ganz niedrig. Dann gingen sie mal 1990 auf so fast 100 hoch und heute sind sie vielleicht bei 12 oder 14, also wieder sehr weit unten. Und wenn man sich dann nur nach den Gewinn gerichtet hätte, kann man sich ja vorstellen, dass das im Grunde kein gutes Timing oder kein guter Hinweis im Endeffekt gewesen wäre, weil wenn die Kursgewinnverhältnisse immer gleich gehen, dann steigen und fallen die Kurse dann mit den Gewinnen. Das ist ja klar. Aber wenn die Kursgewinnverhältnisse sich stark ändern, gibt es da eben andere Einflussfaktoren. Das waren die Zinsen und die Zinsen sind es auch weiterhin. Und das war zuletzt, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt worden, dass man gesagt hat, naja, wir blicken mal durch diese ganze Bremsung hindurch, die Zinsen fallen ja doch bald wieder und die können ja so oder so gar nichts anderes, auch in Europa nicht, schon aus Gründen, dass die Mittelmeerländer mit hohen Zinsen in große Schwierigkeiten kommen werden. Also da blicken wir mal durch die Hochzinsphase durch und konzentrieren wir uns in der Börse darauf, dass die Zinsen ja bald wieder fallen und kaufen schon mal. Also ich glaube, das ist ein Fehler. Man sollte das nicht unterschätzen, zumal eben diesmal auch die Amerikaner so viel mit Quantitative Tightening, also mit Verringerung der Liquidität durch Anleiheverkäufe, so stark arbeiten wie noch nie. Man hat einmal schon mal in der Phase 17, 18 damals damit gearbeitet, aber in kleinerem Umfang. Und es war damals auch, man erinnert sich an das vierte Quartal 2018, mit einem gewissen Time-Lag und der Zeitverzögerung ging es auch damals ziemlich nach unten. Dann hat man 2019 wieder schnell aufgedreht, als man gesehen hat, dass drückt die Kultur zu sehr. Aber diesmal bremst die amerikanische Notenbank ja in einen Abschwung hinein. Also wenn man mal schaut, bei die beiden letzten großen Konjunkturkrisen und Börsenrückgänge, da hat die amerikanische Notenbank schon sehr frühzeitig immer wieder Gas gegeben. Diesmal ist man im Zyklus der Bremsung ziemlich spät. Früher hat man das Ganze kommen sehen, hat gesagt, da kommt eine Überhitzung, da fange ich mal an zu bremsen. Und diesmal hat man einfach viel zu lange gewartet. Da gab es ja auch diese Theorie, dass die ganzen Inflationssteigerungen nur vorübergehend sind. Diese Transitory-Geschichten hat zum Teil durchaus auch gestimmt. Nicht? Wenn Sie den Timber-Preis, Holzpreis in Amerika sehen, wenn Sie die Frachtratenentwicklung sehen, da von China raus, also gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, da ging es so hoch und ist inzwischen so runter. Aber
trotzdem hat sich auch eine gewisse Inflationsmentalität festgesetzt, von das in, vor allem in Europa, glaube ich, auch wenn die Löhne jetzt stärker steigen. Nicht? 15% Forderung bei der Deutschen Post. Also da ist auch im Grunde die Inflation doch stärker auch aus mittlerer Sicht geworden, die Inflationserwartung. Und damit sieht die Notenbank in Amerika nun ihre ganz wichtige Aufgabe, da stark zu bremsen. Und deswegen denke ich wirklich nicht, die Gewinne spielen die große Rolle. Die gehen ohnehin auch zurück jetzt in Amerika. Man schätzt zuletzt 5% Gewinnrückgang. Dass aber trotzdem die Gewinne hinterherkommen, hinter dieser Bremspolitik, die in Amerika jetzt ja schon eine ganze Zeit lang läuft. Und dass wir weiterhin verschärfte Bremspolitik noch vorerst bekommen und dann mit einer Zeitverzögerung eben auch sich diese Gewinnrückgänge verschärfen. Und man fragt sich nun, was ist nun der wahre Börsenbestimmungsgrund? Ist es jetzt der Zinstrend, die Notenbankpolitik oder sind es die Gewinne? Gut, es geht in die gleiche Richtung, aber der Frühindikator sind immer die Zinsen, die monetäre Entwicklung, die Notenbank, und deswegen muss man da primär drauf schauen. Das dreht ja dann auch meistens früher, wenn die Notenbank schon wieder Aussichten macht, da wirklich zu lockern, dann ist es besser, aber geht die Börse hoch, die Börse greift da also wirklich vorweg und wartet nicht darauf, bis die Gewinne wieder steigen. Aber man muss trotzdem auch wiederum sagen, die Börse in der Vergangenheit nicht dann gestiegen, wenn die Notenbank pausiert hat, also nicht weiter die Zinsen hochgenommen hat oder sie gesenkt hat, sondern sie ist im Allgemeinen immer erst gegen Ende der Zinssenkung hat sie nach oben gedreht. Und jetzt haben wir im Moment ja noch nicht mal eine Pause, geschweige eine Zinssenkung. Also ich glaube, man muss also mit der monetären Seite, also mit der Zinssteuerungspolitik in Amerika und mit den entsprechenden Börsenfolgen noch weiter recht vorsichtig, sogar vielleicht sogar sehr vorsichtig umgehen. Seit kurzem ist ja, etwas überraschend, siehe Google, Microsoft, die künstliche Intelligenz dominant. Wie sehr lassen Sie sich von diesem Faktor beeinflussen? Ja, ich habe das lange Zeit auch nicht so ganz ernst genommen und gedacht, na, was Sie da machen, mal sehen, ob da was rauskommt und ob das nur wirklich so durchschlagend sein wird. Aber man sieht es jetzt auch an der Kursentwicklung, zum Beispiel eben, wie Sie sagten schon, Alphabet, Microsoft. Da versucht eben Microsoft Alphabet hier eben gerade bei der Google-Suche dort Marktanteile abzunehmen. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, sollte man nicht unterschätzen. Also ich glaube, da könnte wirklich was ganz Neues passieren und dass wir in Zukunft da im Internet andere Antworten kriegen und dass das gar nicht unterschätzt werden sollte. Also ob das nun die Arbeitsplätze jetzt fördert oder bremst. In der Vergangenheit war es ja häufig so, dass es da positive und negative Faktoren gab und es dann am Schluss dann also keine so drastischen, schon gar nicht negativen Auswirkungen dort gab. Also das würde ich nicht jetzt negativ interpretieren, aber es könnte im Gefüge der amerikanischen Tech-Werte doch Unterschiede bringen. Da würde ich es nicht unterschätzen, was der entwickelt. Ich denke gerade bei manchen Gesellschaften hat man gesagt, die haben solches Monopol in Amerika, da kann ja überhaupt nichts passieren. Die sind in Amerika auf sicherem Sessel und weltweit ohnehin. Also da gibt es wohl doch die eigentlich für Amerika positive Entwicklung des Wettbewerbs, nicht? Man unterschätzt das manchmal, nicht? Auch früher bei den Ölgesellschaften, da gab es ja diese Zerschlagung schon lange her. Aber die Amerikaner lassen Wettbewerb durchaus, glaube ich, auch zu. Und da gibt es dann auch wieder bei den Börsenkursen dann differenziertere Entwicklungen, als man jetzt geglaubt hat. Deshalb hat man gedacht, naja, diese großen Tech-Werte, das sind so Dickschiffe, die steigen immer. Da gut mal zwischendurch wegen steigender Zinsen kommen die ein bisschen runter, aber da bleibt man eben langfristig drin. Das ist so eine Dauerposition, die steigen immer. Da gibt es, glaube ich, doch Verschiebungen bei den einzelnen Werten, eben gerade durch künstliche Intelligenz. Wären Sie bereit, auch einige Ihrer Fonds über künstliche Intelligenz zu steuern? Also so weit sind wir noch nicht, aber wir haben wirklich in den letzten Jahren eine solche Datenfülle in der Analyse, gerade im Research, reinbekommen. Also es kostet übrigens auch eine Menge da, nicht? Also so MSCI und diese großen Gesellschaften, die haben da sehr, sehr gute Wachstumsmodelle. Das ist wahrscheinlich wirklich ein Trend. Diese Datenfülle und Datengewinnung und Datenverkauf, was langfristig man nicht unterschätzen sollte.
Aber direkt auf künstliche Intelligenz sind wir noch nicht gegangen. Wir meinen, dass die menschliche Intelligenz doch nicht, ich glaube, auch wenn man so wie ich über 50 Jahre Börsenerfahrung hat, ob man das sozusagen jetzt schon alles so einprogrammieren kann, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber es spielt sicher eine Rolle und hinschauen sollte man da schon. Und da wird ja auch schon einiges ganz erfolgreich zum Teil gemacht. Ja.